Liebe Bürgerinnen und Bürger, zum diesjährigen Friedenstag möchte ich Sie recht herzlich grüßen. Mein Name ist Ralf-Peter Werner. Als Verein Aufatmen Vinyard Chemnitz e.V. waren wir einer der Friedenspreisträger 2018. Chemnitzer Friedenstag 2022, Chemnitz Europäische Kulturhauptstadt 2025. Ganz bewusst möchte ich einen Bogen zwischen diesen beiden Daten spannen. Als europäische Kulturhauptstadt wollen wir uns öffnen für andere Kulturen, für Kunst und Innovationen. Das Ungesehene wollen wir sichtbar machen, sprachfähig werden über so manche Barrieren hinweg. Wir werden viele Gäste beherbergen und man wird mehr denn je auf Chemnitz schauen. Sprachfähig werden, miteinander ins Gespräch kommen, Wertschätzung und Toleranz praktizieren, das muss im Vorfeld eingeübt und etabliert sein. Das gelingt nicht auf Knopfdruck. Wie wäre es, wenn wir jetzt damit anfangen und der diesjährige Chemnitzer Friedenstag dafür so eine Art Initialzündung sein könnte? Als Friedensstifter und Brückenbauer ganz praktisch im Alltag unterwegs sein. Ein freundlicher Gruß im Haus, ein offenes Ohr oder eine helfende Hand für einen hilfesuchenden Nachbarn. Respekt vor dem andersdenkenden Arbeitskollegen, ein ermutigendes Wort, wo andere nur am Meckern sind. Ich glaube, unser Umfeld würde sich nachhaltig verändern, wenn wir selbst bereit sind, kleine Schritte zu gehen, aufeinander zu, miteinander in eine gemeinsame Richtung. Als Brückenbauer und Friedensstifter leben, um eine Kultur der Wertschätzung und Toleranz zu prägen. Dafür möchte ich Sie begeistern. Dafür lohnt es, Zeit und Kraft zu investieren. 5. März 2022, ein gutes Datum für eine neue Blickrichtung.